Da kommen wir zur Rindfilet. Besser als auf dem Sömmermarkt sieht es für die Bauern auf dem Rindfleischmarkt aus. Hier funktioniert der Markt gut mit 82% Inlandproduktion und auch mit 97% beim Kalb. Mag der Rindfleischmarkt mehr Produktion leiden? Ich glaube, jetzt sind wir auch da an einem Wendepunkt. Also jetzt haben wir eine grosse Rindfleischproduktion und wir sehen, dass wir sogar an der Weihnachten Mühe haben, mit den Bankfee abzuräumen. Und das dürfte schwierig sein, wenn es noch mehr Rindfleischproduktion gibt. Es ist aber eine Tatsache, mehr Bauern steigen jetzt in die Grossviehmast ein, um die Wechsel von Milchproduktion auf Grossviehmast. Wie viel mehr als die aktuell rund 240.000 Stück Bankvieh dürfte es sein, damit das der Rindfleischmarkt, der Bankviehmarkt nicht kippt? Ich glaube eben, dass man das Höchste, das erreicht haben, und es nicht dürfte mehr sein. Jetzt sind wir an einem gefährlichen Punkt, da könnte die Kippe der Markt. Ja, was natürlich negative Folgen auf den Preisen hat. Definitiv. Ja. Schlachtkühe bleiben gesucht und sind auch gut bezahlt. Die Zahl der Milchkühe sinkt weiter, die Kälbergeburten sinken jährlich um 5'000 Stück. Täglich gibt es 14 Milchkühe weniger. Das wird aber nur zur Hälfte ausgeglichen mit täglich 7 Mutterkühe mehr. Was bedeutet das für die Zukunft des Rindfleischmarktes? Also wir sehen jetzt, dass es im Rindfleisch auch mehr Bankvieh gibt, wie Sie vorher gesagt haben, aber dass wir im Bereich Kalbfleisch minder Produktion haben. Es ist auch die Thematik, dass die Tränkerpreise so hoch sind, dass ein Kalbermeister nicht auf die Rechnung kommt mit den feissen Kalbern nachher. Und ich glaube, der Markt wird nachher weisen, was durchgeht. Ich habe vorher gesagt, der Rindfleischmarkt ist eher gesättigt, aus meiner Sicht. Kalbfleisch mag wahrscheinlich im Moment noch etwas leiden. Also da wird der Markt zeigen, wo es durchgeht. Ja, aber Kühe möchte es noch mehr leiden. Ja. Braucht in der Markt mehr als die 160.000 Schweizer Schlachtkühe? Wir haben 12 Millionen Tonnen Import gehabt per Ende Oktober. Das entspricht 40.000 Kühe. Wir würden die gerne selber schlachten. Ja. Noch ein Ausblick beim Rindvieh. Wogen Sie das zu machen für 2018? Wie sieht es 2018 aus? Also ich gehe davon aus, dass wir beim Bankvieh ein bisschen Druck werden bekommen auf den Preis. Die Kühe werden den Preis auch stützen wie 2017 schon. Aber ob sie so stark mögen stützen, kommt ganz aufs Angebot darauf an. Ich denke, dass es schwierig wird, die gleich guten Preise zu realisieren im 2018 wie im 2017.